Gegen wen spielen wir? Gegen Nekromanten spielen wir direkt. Also, das kann ja witzig werden. The teams going into this game are well matched. I'm expecting a close fought game. There you go, using words like expecting again, Jim. Ja, wie gesagt, die haben ziemlich große Gegner, aber die sind nicht schnell. Außer die Werwölfe sind die alle lahm as fuck. Ich denke, ich kann die damit ausmanövrieren, dass die so langsam sind. Im Gegensatz dazu, ja, die Amazonen sind relativ schlank und hoffentlich relativ flink. So. Plump. Kriege ich erst verteidigen oder erst angreifen? Kriege ich erstmal angreifen. A necromantic team. Tip for their coach Bob. So, die haben Stärke nämlich 4 und ich habe üblicherweise Stärke 3. Denke ich, kann ich hier mit 5er Block auch die größeren aufwenden. Das Problem ist, dass ich die hier. Die haben auch nur Stärke 3. Sehr gut. Die sind gar nicht so stark, wie ich dachte. Ich dachte, die wären stärker. Er ist schon bestätigt. So, jetzt müssen wir Ball kriegen. Genau. Okay, der Ball prallt weiter ab einfach. Du hast ja gar nicht so weit geworden. So. Eine Blockerin. Oh shit. Kannst du nicht mal den blocken? Folgen. Oh, sehr schön, direkt mal ein Armor, direkt mal durch die Rüstung. Der ist also noch eine Runde länger draußen. Du bist noch eine Blockerin? Ah, das sind halt die risky Sachen, das will ich eigentlich nicht. Ich will, dass du erstmal die Werwolf behinderst, auf jeden Fall. Die sind die Starken, ne? Die sind auch noch stärker drauf, aber das sind die Blocker bei denen, okay. Die haben von Anfang an Block. Ah, 70% ausweichen. Wenn ich hier durch will, müsste ich den hier noch rausnocken. Ja, das klappt nicht so gut. Die andere Variante, ich versuche die Seite hier noch frei zu machen. Geht auch nicht, weil standfest. Shit. Wenn ich sage, ich will hier durch, muss ich auch dich behindern. Wobei ihr dann wahrscheinlich mich einfach kaputt haut. Das ist ein bisschen das Problem. Ich stell dich mal hier hin, weil du kannst noch in die nächste Runde weiterlaufen. Dann kann ich ein Passspiel wagen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Kann ich nachschauen, wie weit du kommst? Ups, bis hierhin Maximum. Immer da. So. Will ich jetzt versuchen, dich nochmal rauszunocken? Eigentlich nicht. Oh boy. Das ist eh fast Unity vorbei. Is strength. Sehr schön. Das ist zumindest K.O. Oh, jetzt habe ich ja sogar 2. Sehr schön. Ich habe keinen Block. Muss ich stehen bleiben. So, das war's. Meine Runde ist durch. Jetzt können wir uns mal unterhalten und gucken, was die machen. Wie gesagt, langsam ist fuck. Und nicht besonders geschickt. Zumindest alle außer die Werwölfe. Ich glaube, die gehen mal von der Geschicklichkeit her. GE, ne? Stärke und Geschick ist so das Wichtige. Die sind genauso stark und geschickt, ne? Aber die haben ihre größte Reichweite, ne? Nee, wirklich Reichweite, das verstehe ich nicht. Egal. That player is looking rather smug for remaining upright. Pride comes before a fall. Welch geblitzt. Ich würde das aber ausweichen, das ist kein Problem für mich, da bin ich nicht mehr down, da werde ich geschubst. Das ist nur halb so schlimm. Nochmal geschubst. Was sie dann hier rausbringen, das ist das Problem. Nochmal ein Geschubse. Achso, der kann ja doppelt angreifen. Das war unser Vorteil, stimmt.
Die habe ich bis zum Ende der Runde nicht mehr, also bis Ende der Partie nicht mehr zur Verfügung. Und der kann immer mehrfach angreifen, wenn er schiebt. Deswegen ist Schieben für den gar nicht so schlimm. Der kann nochmal versuchen einfach. Ha! Bam! Dafür bist du jetzt aber K.O. Sehr schön. So, das. Wenn ein Fehlschlag passiert, kriege ich die Runde wieder. Was ziemlich angenehm ist. So, jetzt habe ich dich. Sehr schön. Geh mal down. So, du warst meine Fängerin, ne? Würde bedeuten, ich muss irgendwie. Ah, shit. Müsste irgendwie den da wegkriegen, damit man Fängerin kann. Irgendwie den dort. Damit sie überhaupt laufen kann. Deswegen werde ich ihn blitzen. Das ist eine Attacke, wo ich noch laufen und angreifen kann. Sonst kann ich nur angreifen. Oder nur laufen. Genau, so. Folgen. Zack. So, das bedeutet jetzt, du bist, kannst dich bewegen. Bedeutet aber auch, ich komme nicht sonderlich weit. Ja, nee, das ist eine dumme Aktion. He's sprinting. Let's hope it's going to be okay. Das bedeutet, ich kann auf zwei Felder weiterlaufen, als meine übliche Bewegungsreichweite ist. So, und du müsstest jetzt eigentlich selber bis hierhin sprinten können ohne Probleme. Muss ich gar nicht abspielen. Ja, ich habe die bessere Option, dann kann ich nämlich noch knocken. Folgen. Durch die Rüstung. Sehr schön. So. Und du gehst noch einen Schritt hoch, damit der nicht verlaufen kann. So, jetzt hat der hier Assist. Immer wenn zwei drumherum stehen, also hier zum Beispiel, wenn ich hier angreifen wollen würde, kriegt ihr Unterstützung von dem. Bei gleicher Stärke hat man einen Würfel. Bei mehr, wenn ich mehr Stärke habe, habe ich zwei Würfel und den Assist gibt man eine Stärke dazu. Und hier bin ich dadurch, dass sie beide drei Stärke haben und einen Assist kriegen, die sozusagen bei vier Stärke und ich nur bei drei und dadurch kriegen die zwei Würfel. Und wenn die Würfel rot sind, darf der Gegner aussuchen, welcher Würfel als Ergebnis gezählt wird. Was natürlich für mich auf jeden Fall Kacke ist. Also ich versuche dich nochmal. Sehr schön. Ich hab Blocken. Du bist damit mal ausgenockt. Jetzt kann ich die vielleicht noch rausnehmen. Jawoll. Blob. Wir nehmen sie alle raus. Wolf. Oder ist noch mit dahin? Ich glaube, sonst kann ich nichts mehr machen, weil ich will hier jetzt nicht ausweichen testen. Wenn ich durch eine sogenannte Tackle-Zone laufe, das sind die alle angrenzenden Pferde von jemandem, dann muss ich, wird gewürfelt, ob ich da überhaupt durchkomme oder ob der mich erwischt beim Vorbeilaufen. Und das will ich natürlich vermeiden. Deswegen habe ich das mir mal versucht, safe zu spielen. Es geht eigentlich in dem Spiel immer darum, die wenig Risikosachen zu machen, während meine Gegner zwingt, risikohohe Sachen zu machen. Deswegen hatte ich auch alle Leute zusammengezogen, um einen meiner Charaktere, der sonst vom Arsch ist, der sonst wo weg ist, anzugreifen. Ist mir halt relativ egal. Ich will den Ball auf eure Seite bringen. Tatsächlich. Und gewinnen. So. Ich habe niemanden, der down ist. Ich habe glaube ich auch keinen Grund, großartig was. Oh. Kann hier noch dahin gehen, damit du dich nicht so schnell befreist. Ne, das sind alle keine Blocker. Und die können trotzdem angreifen. Macht aber keinen großen Sinn. Folgen hier mal. Nope. So, ist alle dort. Was ich jetzt gerne machen würde, ist dich dorthin stellen und dann ihren Pass spielen, weil es gibt mehr Star-Punkte, wenn man den Pass spielt.
Deswegen rennen wir dahin und da ihr Werfer und Fänger seid. Kommt schon. Da sie die Fähigkeit hat, schon zweimal zu versuchen, zu fangen. Der hat eine 1 und 2 gewürfelt, seht man hier unten. Ah, das seht ihr jetzt nicht, weil mein Gesicht davor ist. Ja, sehr gut. Und sie hätte 3 oder mehr würfeln müssen, damit es funktioniert. Und sie hat einmal eine 1 und eine 2 gewürfelt. Und dadurch ist es schwierig. Der Pass nicht funktioniert. Aber ich kann immer noch einfach aufsammeln und um meine Punkte machen, denke ich. Ja, aber ich stehe bis zum Ende der Partie nicht zur Verfügung. Ich habe keinen Ersatzspieler aktuell, das ist ein bisschen kacke. In Zukunft muss ich mir noch ein, zwei Ersatzspieler holen. Sonst hat man am Ende der Partie immer so wenig Spieler übrig. Zumal ich ja auch die nicht wirklich, die werde ich nicht kaputt machen können. Weil die sehr, sehr stabil sind. Die Untoten. Das gab wieder ein Turnover. Und sobald ich jetzt das aufnehme, also einen Ball aufhebe, ist es ein Touchdown, weil der schon in der Endzone liegt. Deswegen, heb mal auf. Touchdown. Sie tanzt. Wie sie tanzt. Dass die Chili die gleichen Farben haben, die man dem Team gegeben hat, ist irgendwie doof dadurch. Weil die sehen voll farbenfroh aus, trotzdem noch. Weil das ist also auch dabei, wenn ich nicht eingefärbt habe, logischerweise. Währenddessen. Oh, ich habe nur einen, der noch draußen ist. Sehr schön. So. Nope. Euch brauche ich auf jeden Fall allesamt. Ihr müsst die Mitte dicht machen. Die andere Variante ist, ich versuche halt die Mitte einfach offen zu lassen und spiele halt einfach meine Geschwindigkeit aus, ne? Wenn ich das hier ein bisschen wegnehme, so. Dann nehme ich die Linienfrau hier rüber. Du bist noch eine Frau, ja. Nehme ich dich auch noch hier rüber. Du bist Werferin. Linienfrau. Fängerin. So. Früher gab es mal eine Taste, wo man die Zackelzonen einblenden konnte im ersten Teil. Jetzt sieht man die immer nur, wenn man dran ist. Einstellung speichern. Nö. Du musst mindestens 3 Spieler in der Mittellinie platzieren. Ah. Ich muss also hier 3 Spieler haben. Das ist natürlich doof. Dann musst du da hin. Dann musst du wohl irgendwie dran glauben. Schade. So, das ist der Punkt, wo es auf jeden Fall innerhalb des Feldes bleibt, wenn es hier wie weiter verspringen kann. Wenn ich den blauen Punkt hier, wo der gerade steht, anvisiere, bleibt er auf jeden Fall innerhalb des Feldes. Ich will aber ein Stück nach hinten und ich versuche es mal. Ich habe einen zusätzlichen Wiederholungswurf bekommen. Können wir das bleiben im Feld liegen? Jawohl. Weil ich will, dass sie mehr laufen müssen, dass sich das Team auseinanderzieht. Weil die hier vorne können nicht so weit nach hinten laufen. Und dann haben wir hinten weniger Gegner und ich hoffe, ich kann da durchlaufen, aber im Ausweichen mich halt nicht. Also ich habe zwar hier Ausweichen, ne? Aber meine Geschicklichkeit ist nicht so hoch. Höhere Geschicklichkeit würde bedeuten, ich kann häufiger. Ich kann jetzt jede Runde irgendeinen Wiederholungswurf machen, weil ich habe nur 5 Wiederholungswürfe. Und ich kann nur einen pro Runde benutzen. Also kann ich jetzt wahrscheinlich auch mal ein bisschen risikoreichere Sachen machen. Da hat so mein Blocker ausgeschaltet. Hat zum Glück bloß ein kleiner Schlag ins Gesicht. Zum Glück. Aber die hier sind sogar an der Seite frei. Die kann einfach durchlaufen auf den Ball. Das war mein Ziel. Der hat hier an der Seite die Seiten komplett offen gelassen. Oh. Ja, bloß gelähmt. Also eine Runde länger am Boden. Das ist alles harmlos. Halbwegs harmlos. So. Hat gar nicht viel gemacht. Ich kann euch wieder aufstellen. Und dich wieder aufstellen auf jeden Fall.
Ich kann dich mal dahin springen lassen zum Ball, weil wir wollen jetzt zum Ball. Nicht, dass du hier einfach. Ich kann übrigens taggen, weil ich jetzt ein Tackle-Zone und da muss man irgendwie damit auseinandersetzen. Ich könnte hier versuchen zu blitzen. Was bedeuten würde. Ich würde ihn halt angreifen. Du benimmst mal die Seite, Absicherung würde ich sagen. Meine Fängerin. Ich darf dich aber nicht, sie bewegen und dann später mich damit entscheiden, mit ihr zu blitzen. Ich müsste jetzt mit ihr blitzen. Was eine doofe Idee wäre, meiner Meinung nach. Haha, hier sind some friends. So, wir bewegen mal hier, dass wir alle ein bisschen eingezäunt haben. Komme ich um den drum rum? Ich komme nur so daran. Also muss ich an ihn ran zum Blitzen. Und vielleicht muss ich rerollen. Aber auch nicht. Ich folge natürlich. Und jetzt habe ich zwei Leute am Ball. Und dich noch. Das werde ich nicht tun, das wäre dumm. Achso, weil ich kriege. Sie hilft jetzt gerade nicht als Assist, weil sie in der Tackle-Zone von dem steht. Deswegen habe ich hier nur meine eigene Stärke. Und gar keinen Grund zu rerollen. Könnte höchstens noch. Yeah. Sowas machen. Achso, aber ich darf nicht rerollen, weil sie ausweichen hat. Sie rerollt ja selber schon. Dann war das richtig dumm. Na, jetzt haben sie hier ein weniger am Ball. Weniger Druck auf den Ball. Zweimal eine 1 gewürfelt beim Ausweichen, ey. Puh. Er darf besser sein können. Ja, genau, jetzt habe ich. Das war sozusagen mein Fehler. Falsch gespielt. Alles zum Glück übst du weggeschieben. Bin damit immer noch am. Oder das haben wir noch dran. Ha! Und dann bin ich down. Und der kann sprinten, wohin er will. Er sprintet mitten ins Getümmel. Holy shit. Ja gut, der hatte hier gute Schutz, aber. Eigentlich eine gute Chance, ihn da hinten festzuhalten. Und ich hab's halt verkackt. Den Typ brauche ich eigentlich nur mit einem Tag. Au. Keine langfristigen Auswirkungen, sehr schön. Ist halt nur jetzt ist jetzt verletzt, sprich raus erstmal. Ich habe halt hier kein Prügelteam tatsächlich. Ich habe nämlich jetzt eine niedrige Rüstung. Ne, meine Rüstung ist jetzt nur 7. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Der hat hier echt einen bösen Schutzwall aufgebaut. Erfolgen. Mach dich mal raus, dann kann ich mich mit dir bewegen. Das hilft mir ja nichts. Aber ich denke, ich kann mich hier hinstellen. Ich glaube, ich immer noch keinen Assist, ne? Ja, das ist das Problem. Und kriege ich noch weniger. Okay, das war weniger Regal. Das würde bedeuten, ich stürze, was natürlich nicht gewünscht ist. Sehr schön. Wieder durch die Rüstung. Das ist natürlich geil. Aber leider nur halb nützlich, weil hier immer noch so viele Gegner stehen und ich schon nichts mehr tun kann. Ich könnte jetzt mich mit dem noch bewegen. Das bedeutet, ich muss versuchen auszuweichen. Da habe ich sogar den Doppelerfolg, ne? Ich kann doppelt versuchen auszuweichen. Dahin sollte man nicht ausweichen. Zumindest wenn ich jetzt hier weggehe, läuft er halt einfach auf der Seite durch. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Ich werde mit dem sogar, denke ich, schon nach hinten gehen. Ja.
zu beenden. Weil die muss mir jetzt hier abblocken, falls der einfach versucht durchzusprinten. Die anderen kommen nämlich nicht mit. Die anderen sind nicht so schnell, aber der Werwolf könnte einfach durchsprinten. Okay, ich werde hier geschubst. Richtung Ball. Aber der wird hier noch weiter schubsen mit den anderen. Ja. Jetzt ist es down. Damit bin ich auch vom Ball weg. Jetzt ist nur noch sie am Ball. Aber sie hat niemanden aus dem Ballcarrier, der gerade angreifen kann, was eigentlich ziemlich cool ist. Das bedeutet, der muss entweder hier bleiben oder sich selbst im Zettel kämpfen. So, meine Werferin. Hör auf, meine Werferin zu verprügeln. Da habe ich ihn nur geschubst. Und da stirbst du selber. Ha! Konter. So. Das heißt, meine stehen alle tatsächlich. Zug 7. Wir haben noch zwei Runden, in denen wir spielen dürfen. Sie haben keine Team-Rerolls mehr. So, erstmal gehst du hoch. Oh Gott, sind ja viele Tackle-Zones. Kacke. Das ist alles. Alles Mist. Du bist auch eine. Ne, du bist meine Fängerin. Ich versuche jetzt mal zu blitzen, damit ich hier ein bisschen Freiraum schaffen kann. Sehr schön. Hab ich irgendwelche Krallen oder was, dass ich so auf die Rüstung komme? Das geht natürlich immer noch nicht richtig gut. Players arrive to assist their teammate. Machen wir hier mal ein paar andere weg. At the same time. Puh. Wir gehen jetzt mal für die nächste Runde dahin. Man weiß ja nie, ob man dich die nächste Runde nicht braucht. Ich stelle mal noch wieder hin. Das kann ich halt echt nicht machen, man kriegt halt so viele Assists. Um auszuweichen, dann kann ich den nämlich davon abhalten. Ich glaube, ich kann den so angreifen. Jawohl. So. Schieb mir nochmal ein paar Leute weg. So, zack. Ich habe dummerweise keine Absicherung mehr, aber der steht auch gerade echt ungünstig, weil der kann über die Leute nicht drüber laufen. Der kann nur entweder hier rum oder hier rum. Ich denke, dass. Ich hoffe, er kann nicht in zwei Zügen bis da rein sprinten. Das wäre übel. Übel, 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 übel. So. This player likes to be well assisted. Beide down. Na, beide blocken. Das ist natürlich schade. Passiert gar nichts. Unity ist Strength. Ich block und außerdem nicht eine gute Kombo. Damit bin ich mein Druck vom Ball weg. Jetzt kann der Ballträger einfach laufen. Kommt doch nicht hier in der Mitte durch, weil da sind noch Leute von mir. Das bin ich wieder K.O. Plopp. Zwei sechsseitige Würfel werden gewürfelt, ob ich eine Verletzung kriege. Deswegen ist Rüstung ein Problem schon. Jetzt kann er hier durchlaufen. Ah ne, kann nicht, weil er noch in der Tackle-Zone war. Sehr schön. Und du musst dann versuchen, ihn umzutackeln. Oder zwei von mir hinten. Ausweichen. Okay, das schubst mich wieder bloß. Ups. So. Du bist in keiner Tackle-Zone. Und du bist eine Tacklerin. Deswegen, du gehst erstmal hier hin. Damit du nicht hier weiter durchsprintest, ne? Da hab ich keinen Bock drauf. Und als erstes wirst du jetzt angetackelt. Das ist nämlich das Wichtigste. Rerollen das mal. Ach Gott, komm schon.
Komm hoch. So, Werferin hoch. Du hoch, damit die nicht so weit laufen können. Dann habe ich noch eine Blockerin. Ja, jetzt können wir die nämlich sogar hier wegmachen. Mach mal dich mal weg, ne? Zack. So. Wenn der jetzt noch da rauskommt, Alter. Puh, das wäre schade. Schade, Schokolade. Zug beenden. Das wäre echt ungünstig, wenn der jetzt noch da rauskommt. Wieder mein K.O. Sieht man sogar noch, was er auswählt. Immer rechts neben meiner Kamera. Seht ihr, was der Gegner auswählt? Oder was das letzte Ergebnis ist? Wenn die Partie nicht zur Verfügung bei jedem Anstoß. Ja, okay, ist K.O. Ist nicht so schlimm. Bei jedem Anstoß kann man König sich erholen. So, wieder Geschubse. Weil wirklich jeder Spieler schon die Fähigkeit ausweichen hat, ist super stark für die Mannschaft. Kannst halt wieder dann keine Team-Rerolls dafür benutzen, aber brauchst du ja auch nicht. Spart dir halt jede Menge Rerolls. Okay, wieder nur auf den Boden geschubst, ist okay. Wieder rumgeschubse. Ein verletzten, zwei K.O. noch. Beide down. Beide down. Eventuell. Ah, ne, das war die letzte Runde der ersten Halbzeit. Wollte gerade sagen, eventuell könnte ich, wenn ich jetzt nochmal dran gewesen wäre, nochmal reinrennen. Aber ganz weit komme ich nicht so. Immer noch einen verletzen. Eine holt sich, sehr schön. Und die anderen hatten keine Verletzung oder ähnliches. They simply have a better dock. Or they hit harder. It's going to be hard, now that they're outnumbered. Ich bin ein bisschen outnumbered, weil ich habe, glaube ich, zwei draußen, genau. Also sie haben 9 und die haben noch 11. Und ich muss es zu ihnen schießen. Länger werden. Versuchen wir es mal so. Keine gute Idee, wie ich dafür ändern könnte. Noch ein Wiederholungswurf. Ja gut. Ich habe viele Wiederholungswürfe. Die haben 2. Ich habe 5. That's a holding maneuver, if ever I saw one. Okay, schickt jetzt die Wölfe meine Läufer. Das bedeutet aber, die schnellen Läufer von denen können den Ball nicht mehr nehmen. Weil 2 Wölfe dran sind. An meinen Läufern. Und der Rest von denen ist lahm as fuck. Okay, der geht vielleicht noch, aber der ist nicht grün aufheben. Das haben die Wölfe, glaube ich, auch nicht. So. Ja, meiner ist leider kein Blocker, aber der hat Block, deswegen darf der stehen bleiben. Es gibt keinen Tunnel. Aber ich habe Block. Und ausweichen. Ah! Jetzt sind die beiden aber frei, sich zu bewegen. Ich nehme gerade vorher waren die beiden, oder die alle drei an. Diese Tackers angebunden, die hätten nicht versuchen können rauszugehen. Oh nee. Den daneben zu stellen ist natürlich ekelhaft. Den daneben zu stellen ist ekelhaft. Hier wird die Tackers sind ziemlich gut verteilt, aber hier ist doch ein Durchgang. Ah, aber der ist von ihm halt blockiert. Okay. Gut, was machen wir da? Wir bräuchten hier auch einen Haufen Leute. Nehme ich mal noch mit. Um den aus dem Weg zu räumen. Dann kann ich hier rumlaufen. Wenn ich hier 2 Würfe kriege, dann ist es echt wichtig, dass man 2 Würfe hat. So. Jetzt. Das sind immer doppelte Tackle Zones. Können Sie dorthin laufen? Ist
die Fängerin, die da eh weiter vorne stehen. Du stehst drauf. Versuch mal, bis dahin zu kommen. Sehr schön. Kann ich jetzt immer nur mit einem. Wenn ich aber das mache, den markiere, müsste sie wieder assisten dürfen. Nee, darf sie nicht. Schade, falsch gedacht. Dann kann ich nur einfach reinblitzen. Oh, this could be fun. Especially if the ball holder goes down. Folgen. That's the way. Get him early. So. Damit ist der Ball schon mal wieder frei. Dies Ausweichen ist hart. Das lasse ich lieber. Und hier haben sie mal Assist, dadurch kann ich ja auch nichts mehr machen. Ja, ich merke halt, ich habe wenige Spieler. Nicht cool. Habe ich eigentlich Musik eingestellt? Theoretisch soll es Musik geben. Aber ich höre keine. Er lässt jetzt einen Zombie. Das ist so ziemlich der langsamste Charakter, den es im Spiel gibt. Der jetzt den Ball gerade hat. Damit braucht er 3 Jahre, um ins Feld zu kommen. Okay, ausweichen. Ausweichen und blocken. Das ist halt super. Reroll? Ah, das war der letzte Reroll. Und wir haben erst die zweite Runde. So, man versucht jetzt wieder Leute zum rumzuscharen. They're gathering around that lone player, like halflings round a set. Au. Eine Runde länger gelähmt. Bis die Niete bei der Verletzung. So, du stehst mal auf. Hab ich noch jemand, den ich aufstehen lassen kann? Nein. Ihr könnt den wieder K.O. hauen. The attacker has an assist. So. Können sich halt dahin gehen lassen. Und sie kann den mal K.O. hauen. Dann komme ich besser durch. Hallo Black Dust! Herzlich willkommen beim Stream. Heute wieder mal was ganz anderes. Ich hoffe, das ist trotzdem okay. Sie hat kein Blocken dort. Auf jeden Fall will ich mal dahin, damit ich dort ein bisschen Druck auf den Ball aufbaue. Und so, damit ich den Ballträger in einem Tackle sehen habe. Und jetzt kann ich noch ein bisschen aus Langeweile Leute kaputt hauen. Ich zum Beispiel. Oh. Das ist natürlich schlecht. Ich habe ja keinen Reload mehr. Dann bin ich mir selbst kaputt gehauen. Und sogar K.O. Hätte ich sein lassen sollen. Hätte ich sein lassen sollen. Keine gute Idee gewesen. Das ist schon mal kein Blitz. Okay, der Wolf kommt jetzt in die Richtung. Wölfchen, Wölfchen. Amazon zu spielen ist gar nicht so einfach. Eine höhere Stärke macht alles so viel einfacher. Boah, von hinten auf Hinterkopf ist gemein, ja. Okay, von vorne auf Hinterkopf ist auch schwierig. Ha! Ihr habt keine Rerolls mehr. Das wird, glaube ich, öfter mal ein Turnover geben jetzt, da sie nichts mehr neu würfeln können, was verkackt ist. Oder sie schieben mich halt einfach nur ein bisschen durch die Gegend und gut ist. Das ist die andere Option.
Schubsi Schubs. Wie war dein Tag heute, Black Dust? Hast einen angenehmen Tag gehabt? So, ich bin wieder dran. Aufstehen. Aufstehen. Versuch es mit dich zu befreien. Dann kannst du nicht den Balltypen gehen. Ja, warm ist es immer noch ziemlich bestimmt. So. Die andere Option ist, nehme ich dir. Gehe ich da hin? Ah, das ist dumm. Ich habe gerade die Attacke von ihm gestellt. This could be a sack. I love it. Kann es nur so machen. Mal versuchen, den Balltypen zu erwischen. Jawoll! Dankeschön. Hätte ich folgen sollen. Ich hätte nicht folgen sollen. Das ist jetzt eine dumme Idee. Das sind eigentlich alles dumme Ideen. Außer dich da. Ich habe meinen Reroll ja die Runde noch. Ich versuch's mal. Sehr schön. Ich nämlich kann ausweichen. Zack. Mach mal dich zumindest mal auf den Boden. Und dann gucken wir mal, was der Gegner noch für eine Idee hat. Hast du nicht irgendwie ein Eis zur Hand, Black Dust? Das könnte man ja jetzt gemütlich essen, während man mir zuschaut. Oder irgendwie wenigstens ein Getränk mit Eiswürfeln oder sowas. Das würde ja zumindest schon ein bisschen für Abkühlung sorgen. Ich habe mir jetzt angewöhnt, in den letzten Tagen immer kühl zu duschen. Also nicht mehr warm, sondern also lauwarm, fast kalt. Ich weiß nicht, wie ich das sinnvoll beschreiben kann. Oh, ich auf den Ball geschubst. Vielleicht kann ich ihn ja mitnehmen. Oh. Ah, ne, ich kann ihn nicht mitnehmen. Er wird automatisch auf Wegspringen gewürfelt. Wenn da jemand draufgeschoben wird. Hast du schon alles gegessen? Oh. Das, würde ich sagen, einen besseren Tag gehabt als ich. Wieder down. Aua! Am nächsten wieder nicht gelähmt. Was war's denn für ein Eis? Was für ein Eis hast du dir zu diesem 7. August gegönnt? Das ist ein bisschen doof hier. Ich kann dich mal aufstehen lassen, dann könnte ich theoretisch... Du bist mein Block, ne? Puh, ich muss den Ball da rauskriegen eigentlich, aber hier ist so ein Haufen. Bah. Ihr seid das Problem. Du bleibst. Bam! Ins Gesicht von dem Wölfchen. So, dann kann ich dich hoffentlich auch nochmal kaputt machen. Ah, ich block. Dann kann ich das nehmen. Schön. So, du bist halt wirklich im Gangbang-Bereich hier, ne? Ja. Sie und für ihr Leute drumherum, das ist halt hart. Das ist halt echt hart. Jetzt mal, sehr schön. Wir sind mal von dem blöden Zombie weg. Und du gehst wahrscheinlich immer von dem Zombie weg, oder? Ja, wir ziehen unsere Leute ein bisschen mehr zusammen. Vanilleeis. Okay. Ich glaube, ich mache mir danach davon da auch noch kurz ein Eis. Das kann ich ja dann nebenbei essen. Also nach dem Match. Da kann ich das im Verlauf des nächsten Matches. Also ich habe nämlich noch hier so das günstig Magnum. Ich weiß nicht, wie man das sonst beschreiben soll. Vanille-Eis am Stiel mit Schoko-Kuvertüre. Okay, die laufen mir hinterher. Ist nicht so erfolgreich, was ich hier gemacht habe. Wenn die auf dem Haufen stehen, haben die, glaube ich, einen Vorteil. Ich brauche ein bisschen mehr Platz zum Laufen. Ich sehe gerade, dass mein Logo ja genau vor dem Film untertitelt ist. Schlecht. That's a solid formation. Schlecht. I want to see the opposing team have a go at the ball now. Naja, egal. Das sind eh bloß unsinnige Kommentare aktuell. Es gab einen Turnover, das ist mir ganz aufgefallen. Ich war jetzt gerade abgelenkt. So. Achso, die haben aber den Ball gekriegt. Pff, das ist natürlich kacke.
Du bist kein Blocker, deswegen kommst du hier hin. Du bist aber auch kein Blocker. Aber wir können erstmal dich hier wegmachen. Du bleibst aber, weil wir müssen hier die Tackle Zones zumachen, dass hier nicht einfach durchgelaufen werden kann. Wir müssen mal ein bisschen den Ballträger ärgern. Das könnte Spaß sein. Especially if the ball holder goes down. So, so, dann haben wir hier unseren Spieler wieder befreit. Was machen wir jetzt als nächstes? Dich kriege ich eh nicht geprügelt. Ich habe euch schon meinen Team Reroll benutzt, die Runde. Ich würde einfach versuchen, mich hier hinzustellen, glaube ich. Damit du gegen sie nicht assistieren kannst. Und der, aber er steht wahrscheinlich direkt auf und dann hat er trotzdem einen Assist. Ah, nicht gut. Jetzt habe ich Lust auf Eis, Mensch. Ist das kacke. You'll get an assist now. Was? You'll get an assist now, Wushy. They're gathering around that old player, like halflings round a sandwich. So viel zum Assist-Dingens. Jetzt ist sie halt im Gangbang-Bereich. Aber wird bloß rumgeschubst, sehr schön. Aber es hat jetzt wieder vom Ballträger weg. Aber sobald der sich aus dem ganzen Haufen rausbewegt, bin ich halt dran. Ich wäre ständig hin und her. Jetzt bin ich ja wieder am Ballträger dran. So, so viel dazu. Jetzt muss traut dem ich nochmal. Wenn man doppelte Stärke hat, hat man drei Würfe. Weil ich vorhin erklärt habe, wie die Würfelanzahl zustande kommt, warum die variiert. Ja. Oh nein! Aber zumindest keine bösen Verletzungen bis jetzt. Zumindest keine bösen Verletzungen, die mich langfristig irgendwie kaputt machen. Weil die Spieler können im Zweifel auch einfach sterben. Im allerungünstigsten Fall. So. Ich stelle mal hier hin. Du musst mal den Blitzer rennen. Du musst mal den Ballträger blitzen hier. Blitzdingst. Ach komm. Ist doch nicht euer Ernst. Oh, haben beide Block. Sehr toll. Sie hat einfach gar nichts, wenn wir da stehen. Dann passiert halt einfach gar nichts, während wir da stehen. Nee, das wäre zu dumm. Wir haben keinen Reroll mehr. Oh, das wäre eine dumme Idee, dann den einen Würfelwurf zu machen, wo wir einfach nehmen müssen, was kommt. Nummer 1 ist weg vom Ball. Ich habe drei Leute an den Ball gestellt gerade. Und du läufst nicht mal Richtung Ball. Das ist komisch. Du läufst auch nicht Richtung Ball. Problematik. Was wollten die mit der armen Frau hier machen? Wird denn das, wenn es fertig ist? Meine Jüde. Oh, ich hab's ganz oben View. So haben wir, glaube ich, ungefähr. Hab ich sogar noch Sahne, aber ich habe kein normales Eis mehr. Ich habe sogar noch Schlagsahne im Kühlschrank stehen. Wo rennst du hin? Das ist eure Seite. Ihr müsst in die andere Richtung. Das ist halt Quatsch, dass sie auf die, die hinten stehen, so viele Ressourcen verschwenden. Das ist absoluter Quatsch. Das ist die KI ein bisschen Quatsch. Würde ich behaupten. Da nicht! Ah, die knüppeln mich aber auch um, Mensch. Die knüppeln mich ab. So, das ist immer noch. Das steht immer noch an 2 Leuten dran. Sehr schön. Nicht gut. 3 sogar. Du bist meine Blockerin. Warte mal, kriege ich es irgendwie hin, dass ich mehr Assists habe? Ja, du kannst doch einfach dahin laufen. So. Jetzt kann ich hier drauf klucken. Und folgen. Ich will das. Sehr schön.
Und K.O. geschlagen. Jawohl. Jawohl. Der ist also bis zum Ende der Partie raus. Ich habe den Ball direkt bekommen. Würde bedeuten, ich muss dich da wegkriegen. Well done. You help the ball carry. Komme ich mit dir dahin? Fängerin, wo ist meine Fängerin eigentlich hin? Ist die K.O.? Fängerin? Ja, meine Fängerin ist K.O. Dann muss die Werferin das halt übernehmen. Ausweichen, sehr schön. Ich könnte jetzt noch einen Touchdown schaffen. So, bis dahin. Vielleicht klappt er diesmal. 50% passen. Ich glaube, wenn ich noch eins weiterlaufe, ist Option zum Passen. Ja. Nee. Here comes the last chance pass. Reroll. Den hatte ich ja noch. Pass. Und gefangen. Jawoll. Sehr schön. Make out your will and check your insurance. Läuft. Keep away from the fans, because they're not gonna be happy. Hat funktioniert, was ich machen wollte. Sehr schön. Gut, ich habe nur noch einen Verletzten. Und nur noch zwei Ausgemachte. Aber ich bin bei 2-0. Finde ich okay. Find I imagine okay. That in their dreams at least, winning this match. So. Das ist ja eigentlich kaum unter Panzer vom Bogen, aber geil. Das ist They've kicked the ball to the opponents. Now it's time to think. Wenn aber die Blöcke und Block-Typ ich nach vorne hinstellt, wäre das vielleicht eine bessere Option, oder? Hab ich davon 4? Nee, ne? Hab ich nicht. Wer bist du? Du bist einfach nur eine Linienform. Ach, das ist mal so ähnlich, wie es jetzt hier vorgesehen ist. Meine Werferin, die muss eigentlich hier hin. Und du wirfst den ganzen Quatsch. So. Einstellung bestätigen. Jetzt haben wir den Ball ins Gegenteam gekickt. Und die sind einfach auch komplett in der Mitte. Eigentlich ist es Wurst, weil die haben eh noch eine Runde. Die werden den Ball nie und nimmer zurückbringen. Noch ein Wiederholungswurf. Okay, ich habe es mit den Wiederholungswürfen beim Kauf des Teams ein bisschen übertrieben. Was macht denn ihr jetzt? Macht ihr einfach nur Kamikaze oder was? Nur noch zwei. Ich hab gar nicht so sehr übertrieben. Ja, der hat es gerade geschafft, aufzuheben. Sehr schön. Und da ist der Turnover. Da war der Turnover. So, was kann ich jetzt hier Sinnloses machen? Ich kann hier noch ein bisschen Leute verprügeln. Das kann mir noch ein paar wie heißt das im Deutschen? Star-Spielerpunkte? Könnte es im Deutschen heißen? So. Kann ich dich schon verprügeln? Krieg noch Assists. Machst du mal hier hin? Dann kann ich dich verprügeln. So. Ich hab Block, dann ist alles gut. Quatsch. So, du brauchst noch eine zusätzliche Stärke. Ich will bloß gucken, ob ich vielleicht noch ein paar Pünktchen, Erfahrungspunkte für meine Charaktere kriege. Boah, hauen kaputt. Und folgen. Ne, sieht nicht so aus. Dann kann ich das auch beenden, weil die Gegner haben keinen Zug mehr. Und dann ist es vorbei. I thought my heart would almost beat on more than one occasion. Achso. Wundert euch nicht über die komischen Kommentare, weil kommentiert wird das Ganze von einem Oger und einem Vampir. Die kann ich euch gleich nochmal zeigen im Hauptmenü. Da ist das Ergebnis. 14 Rüstungsbrecher haben die gemacht, ey. Heieieiei. Ein Pass, zwei Touchdowns, 8 Rüstungsbrecher. Wir sind halt einfach mehr gelaufen. Wertvollster Spieler, Fängerin. 8 Punkte hatte diese Match geholt. Das ist stark. Das ist echt stark. 18% Ballbesitz hatten wir nur, ne? Aber wir haben ja trotzdem gewonnen. 56% Ballbesitz, 56% in der eigenen Hälfte. 0% in gegnerischer Hälfte.
doppelt so viele Tackles fast. Zone K.O.s, erlittene Verluste haben sie trotzdem einen. Wir nicht. Komm, gewinn das Laufspiel. 8, 3 und 1. Das ist der Pass. Welche Würfel es gab und so rein kann. Schließen wir den ganzen Quatsch. Wieso kriege ich dafür kein Geld? Ich hätte eigentlich Geld kriegen müssen dafür. Das wundert mich jetzt. Aber wir haben einen Stufenaufstieg. Der natürlich auch Würfel entscheidet, was wir lernen können. Natürlich nicht so aufgepasst, ist die Fängerin, ne? Die kann bis jetzt nur fangen. Die können noch Geschicklichkeit machen. Hier fangen und ausweichen hat sie schon. Ich könnte sie jetzt sprintsicher machen. Dann kann ich dieses extra weit sprinten. Ich bin gerade eigentlich echt für das Sprintsicher tatsächlich. Damit ich besser sprinten kann mit dem Charakter. Ich wundere trotzdem, dass ich kein Geld bekomme. Irgendwie hat gerade das gebuggt. Ich hätte eigentlich für das Spiel Geld bekommen müssen. Und da sind die Kommentatoren. Der Ogre, der mit der tiefen Stimme und der Vampir.